Ja, endlich ist es soweit. Unser neuer Online-Shop hat jetzt endlich eröffnet. Denn seit Dezember 2023 arbeiten wir an einem komplett brandneuen Online-Shop, um genau unseren Teilnehmern und vor allem auch vielen neuen Leuten da draußen, die einfach lernen wollen, wie E-Commerce funktioniert, zeigen zu können, wie E-Commerce tatsächlich funktioniert. Und pünktlich zum Valentinstag ist es soweit, nämlich am 14. Februar, also heute, haben wir quasi unseren neuen Online-Shop gelauncht. Und das ist der www.elbschein.de. Denn in diesem Online-Shop werden wir, wie du jetzt hier gerade auch schon so ein bisschen, ja, siehst, verschiedene Arten von Schmuck verkaufen. Und das ist nur ein kleiner Auszug von den Produkten, die wir verkaufen. Also wir verkaufen hier, wie du siehst, hochwertige Halsketten, hochwertige Armbänder, aber natürlich auch unterschiedliche Ringe und so weiter und so fort. Aber das Ganze soll jetzt hier kein großartiges Werbevideo sein, sondern ich möchte dir einfach immer und immer möglichst versuchen, hier den besten Content liefern zu können. Und warum mache ich dieses Video und warum haue ich jetzt einfach so auf die Kacke und sage, hey Leute, das hier ist unser neuer Online-Shop? Und ganz einfach, weil ich möchte einfach die Welt des E-Commerces ein wenig verändern, gerade diese gesamte Coaching-Szene. Denn es gibt da draußen nicht einen wirklichen Coach, der auch nur ansatzweise mal seinen Online-Shop zeigt. Und das ist nämlich genau das, wofür wir bekannt sind, nämlich dass wir gleichzeitig die Möglichkeit haben, wirklich Teilnehmern und Menschen da draußen zu zeigen, wie man sich einen eigenen Online-Shop aufbaut und vor allem, wie man dadurch finanziell und vor allem auch geografisch unabhängig werden kann. Sondern der große Vorteil ist, wir können das Ganze nämlich auch noch leben, weil wir zeigen es extra in der Praxis, wie das Ganze funktioniert. Und wir sind quasi die Pioniere in genau dieser Branche. Nämlich seit 2018 zeigen wir anderen Leuten, wie kann man sich einen Online-Shop aufbauen. Und genau das möchten wir jetzt ein bisschen mehr auch ans Tageslicht bringen und auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit einfach richten, dass wir auch mal genau hinter die Kulissen blicken, okay, wie kann es sein, dass die hier so einen geilen Online-Shop haben und vor allem, wie funktioniert das Ganze? Und zuerst einmal in diesem Video, wie sind wir eigentlich auf diese Artikel gekommen? Also wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, lass uns einen neuen Online-Shop machen und den publik machen. Lass uns einen hochwertigen Online-Shop machen und den möglichst publik machen. Ja, die Idee ist einfach dahinter, dass wir natürlich E-Commerce leben und lieben. Und natürlich ist es so, dass wir uns natürlich in der Vergangenheit primär auch darauf fokussiert haben, andere Leute zu coachen und anderen Menschen beizubringen, wie man sich einen eigenen Online-Shop aufbaut. Aber um auch wirklich immer am Ball bleiben zu können und vor allem auch um immer das neueste Verständnis zu haben, braucht es einfach immer wirklich Praxiserfahrung. Und diese Praxiserfahrung kann man nur bekommen, indem man auch wirklich immer aktiv in diesen Bereichen selbst unterwegs ist. Und das ist genau das, was wir leben. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir sind zwar aktiv in der Praxis, aber mehr so ein bisschen hinter den Kulissen. Also der eine oder andere weiß, dass wir hier und da einen Online-Shop haben, aber nicht jeder weiß, vielleicht unbedingt, welche das genau sind. Und das möchten wir hiermit ändern, indem wir einfach ganz klar sagen und uns hier positionieren und sagen, hey, pass auf, das ist unser Online-Shop, so bauen wir Dropshipping auf, so funktioniert es und so ist das Design, so sind die Produktbilder, so sieht Werbung aus und so weiter und so fort, sodass jeder einfach darauf losschießen kann und sehen kann, aha, guck mal hier, so schalten die Werbung, so ist es und so weiter und so fort. Was genau ist unser Ziel mit diesem neuen Online-Shop? Natürlich ist unser Ziel, damit Umsatz zu machen und nicht wenig Umsatz, sondern natürlich viel Umsatz. Aber das viel größere Ziel ist, dass wir dem gesamten Namen Dropshipping eine komplett neue Bedeutung geben möchten, nämlich Dropshipping 2.0. Was bedeutet das? In der Vergangenheit war es immer so, dass diese klassischen Dropshipping-Stores, nenne ich jetzt einfach mal so, man hat die immer sofort erkannt. Das heißt, du bist auf irgendeine Seite gegangen, auf einen klassischen Dropshipping-Store quasi, und du hast sofort gesehen, okay, hierbei handelt es sich um Dropshipping. Und das spricht sich natürlich mit der Zeit vielleicht auch nicht nur bei uns Dropshippern und E-Commercern rum, sondern vielleicht stößt auch das irgendwann mal zu den Kunden, die da draußen sind und bei uns Produkte einkaufen. Und um genau das zu vermeiden, sodass wir das Businessmodell in naher Zukunft auch immer weiter und weiter und weiter machen können und vor allem größer und größer und größer machen können, haben wir uns dazu entschieden, wir müssen Pioniere und Vorreiter in dem sein, was wir überhaupt verkaufen. Nämlich wirklich E-Commerce zu betreiben, es professionell zu machen und vor allem auch eine, ja, etwas aufzubauen, was wirklich Bedeutung hat. Und
Das ist uns hiermit wirklich gelungen, mit unserem neuen Online-Shop Elbstein. Denn wenn du beispielsweise auf den Online-Shop drauf gehst, siehst du nicht, dass es sich dabei um einen klassischen Dropshipping-Shop handelt. Dir wird sofort klar, wenn du auf diesen Online-Shop gehst, okay, das muss eine große Brand sein. Und genau das ist Dropshipping 2.0. Nämlich, dass du dich so verkleidest, als würdest du eine extrem große Brand sein, ja? Und dass du dich so verhältst, als wärst du Experte in diesem Gebiet. Zum Beispiel Experte hier in Schmuck beispielsweise. Das ist genau das Ziel gewesen. Und wenn ich dir mal so ein paar Insights vielleicht teilen kann, ja, also ist beispielsweise, dass wir auch in diesem Online-Shop mittlerweile sehr viel selbst gemacht haben. Das heißt, wir haben auf unserem neuen Online-Shop fast nahezu alles selbst gemacht. Also Produktfotos, Werbematerial und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du jetzt hier gerade zum Beispiel siehst, diese Deko-Gegenstände, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ja. Hier haben wir zum Beispiel so einen kleinen Schmuckhalter, den habe ich gekauft hier, ja, aus Marmor. Und da kann man natürlich super geil den Schmuck dran befestigen, sodass wir diesen dann ideal abfotografieren können und natürlich auch super gut fürs Werbematerial nutzen können. Oder auch hier irgendwie so ein Deko-Ding, ja, das habe ich gekauft. Da war ich nämlich in Hamburg. Also ich bin ja immer in Hamburg, aber da war ich gerade in der Innenstadt und in der Innenstadt ist so ein kleiner Westwing-Store und da habe ich dieses Deko-Gedöns hier gekauft, weil ich dachte, yo, das kann man irgendwie geil in Werbevideos packen, einfach so im Hintergrund oder auch für Produktfotos, ja, habe ich einfach elegant, haben wir da eine Kette draufgelegt und haben damit beispielsweise Produktfotos gemacht oder natürlich auch für Ringe und so weiter und so fort, ja, weil man, wenn man zum Beispiel ein Foto macht oder gerade für Marketingzwecke und das jetzt einfach hier auf den Tisch so legt, sieht das total langweilig aus, deswegen haben wir uns auch hier so eine Schale organisiert, wo man das ein bisschen elegant drauflegen kann und das alles so ein bisschen schicker machen kann. Wir haben noch viele weitere Ideen und viele andere Sachen, ne, die noch dazu darstellen, aber das waren jetzt mal Dinge, die ich jetzt hier euch mal so präsentieren kann auf dem Schreibtisch. Und das ist quasi so, wie es abläuft. Also wir versuchen gerade für unsere Teilnehmer auch dem Begriff Dropshipping einfach eine komplett neue Bedeutung zu geben. Wir versuchen einfach, uns so zu positionieren mit unseren Online-Shops, dass nach außen gar nicht ersichtlich wird, handelt es sich jetzt hier um Dropshipping? Sind das irgendwelche Produkte auf AliExpress oder von AliExpress? Oder ist das wirklich mal etwas Neues? Und genau das machen wir. Denn dadurch, dass wir eigene Produktfilter mit einem iPhone 15 oder ne, mit einem ganz normalen iPhone quasi machen, ja, und mit solchen Deko-Gedöns, und einfach diesen bisschen schicker bearbeiten, was mittlerweile durch heutige künstliche Intelligenz und so weiter und so fort gar nicht mehr so schwierig ist, geben wir unserem Online-Shop eine komplett neue Bedeutung und dadurch werden wir dann auch nicht mit anderen Produkten, die es dann beispielsweise auf AliExpress oder so gibt, überhaupt in Bedeutung gebracht, ja, weil wir komplett anders aussehen. Und genau das ist nämlich langfristig das Ziel, dass man wirklich sagt, okay, jetzt nehme ich mal eigene Produktbilder, ich mache eigene Produktbilder. Die kann man in der heutigen Zeit zum Glück selber machen, denn durch so viele Tools mit künstlicher Intelligenz, mit Canva, was man super gut für Bildbearbeitung nutzen kann, kann man mittlerweile so viel selber machen. Auch Marketingmaterial, da macht man da was mit CapCut, ja. Da kann man mittlerweile so viel selber machen, dass man keine Agentur mehr braucht, keinen Experten braucht, der sich irgendwie damit auskennt, sondern man kann so viel selbst machen. Und gerade am Anfang, wenn man seine 4 bis 5 Produkte hat, die man aktiv verkauft oder wo man den Fokus drauf legen will, dann ist das ein sehr überschaubarer Zeitinvest, was man da investieren muss, um sich wirklich einen richtig genialen Online-Shop aufzubauen, der auch langfristig wirklich gut performen wird. Und genau das ist nämlich unser Ziel. Und ja, wenn du in Zukunft generell mehr über diese gesamte Strategie wissen willst, also wie machen wir das jetzt eigentlich, also wie sieht unsere Werbung aus, wie sehen unsere Kampagnen aus, wie sehen unsere Produktvideos aus, wie machen wir das, also wenn du wirklich mal Praxiserfahrungen haben willst, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und dann kann ich natürlich jederzeit auch dazu was Passendes abdrehen, was für euch stimmig ist, damit ihr euch davon eine Scheibe abschneiden könnt. Und genau das ist mein Ziel, ja, oder auch unser Ziel hier als Company, dass wir wirklich einfach mal ein bisschen die Augen jemand euch öffnen können und zeigen können, hey, es funktioniert, Dropshipping funktioniert, man muss es nur richtig gut präsentieren. Das bedeutet nicht, dass das alte Dropshipping in Anführungsstrichen nicht funktioniert. Nein, ganz im Gegenteil. Das bedeutet einfach nur, dass wir uns immer und immer wieder neu erfinden müssen. Und genau das ist ja auch E-Commerce. Es geht immer wieder weiter. Und das ist ja auch immer das, was ich nach außen präsentiere. Ja? E-Commerce ist ein Markt, der im wandelnden Wachstum ist. Also das, was letztes Jahr funktioniert hat, funktioniert vielleicht dieses Jahr nicht mehr. Ja? Und genau das ist der springende Punkt. Deswegen,
Wenn du Bock auch auf ein eigenes E-Commerce-Business hast und wirklich von den Experten lernen willst, und ich sage das nicht nur so, sondern ich weiß, dass wir sind. Ich weiß, dass wir A, Kundenergebnisse präsentieren und B, wir sind auch noch in der Praxis aktiv, wie du jetzt hier als Beispiel siehst. Ja? Dann solltest du unbedingt ein komplett kostenfreies Erstgespräch mit uns buchen. Du kannst einfach auf kevinhelfenstein.de gehen und dann kannst du dir dein komplett kostenfreies Erstgespräch sichern, wo wir über dein Potenzial sprechen und wo wir darüber sprechen, wie wir dir helfen können, damit du dir auch einen Online-Shop aufbauen wirst, der wirklich profitabel ist und wirklich aktiven Umsatz erzielen wird.